Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Borderlands mit dem Zero und seiner fetten Pumpgun. Junge, Junge, Junge. Ja, moin Freunde. Heute werden wir noch was ganz Spezielles machen, und zwar werden wir uns eine Shotgun zusammenbasteln. Ja. Und das Rezept haben wir uns gerade aus dem Internet rausgesucht. Also genau. Alle, die schon immer eine Shotgun machen wollten, gucken uns einfach heute mal zu und dann könnt ihr euch heute sogar noch eure eigene Shotgun basteln. Yay! Der Silber hat nämlich gesagt, ne, wenn ich jetzt hier eine geile neue Shotgun habe und du keine, dann bauen wir dir jetzt auch nochmal schnell eine. Ganz genau. So. So, ich fahr mal mit dir mit. Was aus? Keine Lust selber zu fahren. Weil du es nicht kennst. Weil ich mit dem Controller spiele und der Controller halt nun mal das Nonplusultra ist. Beim Fahren definitiv, ja. Da, das muss ich zugeben. Und bei FIFA. Bei FIFA. Aber sonst nicht. Überall. Ey, und mal, immer. Hast du mal FIFA ausprobiert mit Maus und Tastatur? Geht gar nicht. Echt? Ne, ich bin kein Fußballspieler. Du. Kann ich nichts mehr. Ja, du musst ja auch kein Fußballspieler sein. Du musst ja einfach nur Gamer sein und das Fußballspiel haben. Ja, ich mag keinen Fußball, sagen wir es so. Das macht ja nichts. Hier komm ich gar nicht rüber. Wie kommen wir darüber? Ach hier. Irgendwie kommt man nicht mehr rüber. Ja, ich bin drüben. Aber hier oben ist irgendwo noch eine Kiste drauf. Ich weiß es noch hier. Ich erinnere mich. Ja, das sieht irgendwie verdächtig aus, hier lang zu. Oh, Shotgun-Schnitzer, ja. Hab schon was gefunden. Den Griff. Da oben, hier ist auch noch was Grünes. Hier ist auch noch was Grünes. Und schon haben wir unsere eigene Shotgun gebastelt. Ja, Hammer. Wo war hier doch noch eine Blutkiste? Ich erinnere mich. Also, Hier sind auf jeden Fall zwei Läden. Bringt uns aber, glaube ich, nicht viel. Oh, das wäre natürlich was für dich hier, ne? Ne? Der hat hier gerade eine Klassmod zu verkaufen mit 48% Pistolenfeuerrate. Oha. Aber ich habe derzeit keine gute Pistole. Ah, okay. So, du sagst, hier soll irgendwo noch eine Lootkiste sein. Bist du dir da ganz sicher, oder? Dachte ich eigentlich. Das ist meine Erinnerung. Meine Erinnerung ist nicht so gut. Komm, machen wir die nächste Quest. Sehe hier leider nicht. Na gut, ich aktiviere meine nächste Quest. Ja. Alter Ego, lodernde Ketzerei. Wir sollen drei Schriften verbrennen, glaube ich. Ja. Sieht jedenfalls stark danach aus. Ich komm. So. Dann fahren wir doch glatt mal dahin hoch. Kann ich auch hier hochfahren? Das ist hier die Frage. Weiß ich nicht. Geh mal kurz auf die Karte gucken. Ja, das sieht sehr gut aus. Dann spielst du heute mal mein Navi, ja? Ja, immer im Prinzip an der Wand lang. Jetzt rechts da durch, da gleich. Hier rechts, genau, genau. Und gib ihm geradeaus. Und jetzt schräg links, also so leicht links. Ja, genau, genau, genau. Immer geradeaus und dann sind wir schon da. Ein viel besserer Fahrer als du. Na, ein bisschen viel besseres Navi, würde ich eher sagen. So, ich gehe mal kurz hin. Achso, steigst auch aus. Ja, gut, dann nicht. So, verbrannt. Sehr schön. So, zur nächsten Schrift kommen wir, wir kommen genau von da, also du fährst genau zurück. Genau, jetzt links. Und dann geradeaus links an der Wand lang. Doch, musst genau. Du kurz ein paar knall harte verfahren, was? Überfahren. Da hinten ist es. Ich steig mal aus. Huch. So, ich mach die Kiste nochmal kurz auf. Vielleicht ist da was Schönes drin. Nein. Zack. So, und zum letzten. Wo haben wir denn das? Moment. Du fährst jetzt immer geradeaus. Das ist korrekt. Dann da gleich rechts zwischen den Wänden durch. Genau. Und dann links und links an der Wand lang halten. Da ist das Häuschen. Perfekt.
So. Und dann haben wir es schon geschafft. Haben wir noch irgendwas hier in East? Oh. Ich würde sagen, Quest abgeben, oder? Ich würde auch sagen, Quest abgeben. Bevor wir dann zu Crocs Canyon gehen. Jo. Ein bisschen gratis XP kann schon nicht schaden. Das hört sich an, als würde da ein Boss auf uns lauern. So. Alle aussteigen. Wieso steige ich jetzt plötzlich rechts aus? Ich bin immer links ausgestiegen. Ich habe mich gerade überhaupt gar nicht gefunden. Da oben, genau. So, alter Ego. Ein Schild. Naja. Shotgun, kriegen wir eine Shotgun. Wer hätte gedacht. So, was haben wir denn hier Schönes? Ein Schild, was Müll ist und eine Schrote, die Müll ist. Ich weiß jetzt nicht, ob du die gleiche hast wie ich. Eventuell hau ich sie dir jetzt einfach mal hier hin. Ist ja wie Weihnachten. Weiß jetzt nicht, ob die dir irgendwie gefällt. Nö. Okay. Aber wir haben verschiedene bekommen. Okay. Hä? Was? Was denn? Ach so! Wir dürfen wahrscheinlich nicht denselben Laden angucken, kann das sein? Das ist sehr gut möglich. Ich drück gerade einzeln auf jeden Laden drauf. Voll. Voll, voll. Ich dachte, was ist hier los? Wieso kann ich nicht an den Läden ran? Hier ist eine Pistole. Ich weiß jetzt nicht, ob die was für dich wäre. Oder ein Revolver, eher gesagt. Für 43.000. Macht halt gut Schaden. Joa, ist definitiv was für mich. Aber jetzt bin ich auch arm. Oh. So. Weiß gar nicht, wie viel Schaden macht meine jetzt gerade? 92, ja. Ich finde irgendwie keine vernünftige Assault Rifle. Die machen zwar relativ gut Schaden, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber ich finde irgendwie die Assault Rifle, ich spiele jetzt schon ein bisschen länger damit. Ich weiß nicht. Irgendwie. Oh. Nice. Kann sich sehen lassen. Ist natürlich jetzt, wäre natürlich cool gewesen, hättest du jetzt noch dieses, die Class Mod genommen gehabt von vorhin. Ja. Oder 47 Feuerrate. Gekriegt. Der SMG hättest. Ist auch nicht schlecht. Ja, das stimmt. Ja, ich bin auch am überlegen, ob ich wieder auf SMG gehe. Hatte ich ja ganz am Anfang. Ah, ich bin mir da nicht so sicher. Ab nach New Haven, würde ich sagen, ne? Ja. Ich bin gerade so ein bisschen unentschlossen. Tja. Ich habe auch unendlich viele Waffen, weil ich benutze immer nur die Shotgun in letzter Zeit. Wobei, ab und zu hole ich noch die Sniper mit raus. So, ich geh mal hinten zum Laden. Vielleicht haben die ja was Schönes. So. Ja, ich habe gerade ein bisschen Geld angespart. Deswegen. Ja, toll, eine Pumpe. Hoffentlich gehst du den negativen Elementen hier aus dem Weg. Gab's hier nicht einen zweiten Laden? Nee, hier war das nicht. Die Entdeckung der Kammer könnte dieser Siedlung wieder auf die Beine helfen. Oh. Der SMG. Nee, nicht ein SMG, sondern eine Rifle. Und ein Schild mit sehr wenig Kapazität. Das wäre vorerst alles. Die ist tatsächlich besser als meine jetzt momentan. Die grüne. Ja. Aber die hat halt keine Munitionsregeneration. Meine heißt The Sentinel. Ja, ist meine auch. Was? So eine rot-schwarze. Ja. Keine Ahnung, dieselbe. Ja, hat ein bisschen mehr Zielgenauigkeit, ein bisschen mehr Schaden. Aber dafür keinen zweifachen Waffenzoom und keine Munitionregeneration. Nee, ich glaube, dann behalte ich die jetzt erstmal. Aber das ist echt ein bisschen doof. So, was kriegen wir denn hier Schönes? Auch noch mal einen Assault Rifle. Ich glaube, die ist aber sogar ein bisschen schlechter. Da. Nee, die ist sogar noch schlechter. Schade. Aha. Was denn? Der Laden, der zweite Laden hier ist ein Spezialladen. Spezialladen? Spezial. Das ist das Geile, ich sehe hier gar keinen Laden. Bei mir ist das Tor unten.
Tja. Bei dir das Tor nicht unten? Nö. Hä? Das Ding geht halt manchmal wahrscheinlich auf, wenn man da was kaufen kann. So geile Sachen. Weil letztens haben wir da noch eingekauft. Ja, komisch, aber dass er bei mir zu ist und bei dir offen. Ich bin halt cool. Gibt's da was Schönes? Nö, ich kann da nicht reingucken. Also für mich ist es theoretisch auch zu. Ach so, okay. Ja, vielleicht wird's bei dir nur nicht angezeigt, weil ich am Hosten bin. Das kann sein. Hm, schade. Ja, also wie gesagt, ich bin wirklich am Überlegen, ob ich wieder auf die SMG gehe. Hä? Was denn? Hui! ja. Macht halt aber mal 4. Oh, 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 oh. Leuchtet schön rot. Ja, hat was. Die probiere ich jetzt erstmal aus. Mal gucken, okay, wie viel Schaden die macht. Gut, dann bleibt uns noch Crown's Canyon. Wollen wir? Ja, auf geht's. Ich laufe vorne. Wollen wir mit Autowagen hinfahren oder? Anscheinend nicht. Gut. Nö, wir sind schon da. Achso, das ist da vorne gleich. Dann ist das ja einfach. Okay, wir hätten eine Schnellreise machen können. Wir müssen doch bestimmt zu Earl wieder, oder? Weiß es. Kann ich dir nicht sagen. Ich habe die Reise abgebrochen. Na, hoppala. Muss meine Springtaste wohl, glaube ich, mal auf eine andere Taste legen? Weil egal in welchem Spiel, egal was ich spiele, wenn ich irgendwas bestätigen will oder mit irgendwas interagieren will, dann springe ich mit A. Ich weiß nicht wieso. Ja, das tut mir ja leid, aber ich sag halt nur, Tastatur hast du genug Tasten. Ja, das ist es nicht, aber ich weiß nicht, wieso ich dann gewöhnt bin, auf A zu springen. Das kann ich dir auch nicht sagen. Das ist ganz seltsam. Wo müssen wir jetzt denn immer auf die Karte gucken? Ja gut, ich bin noch mal gleich in die Läden gegangen. Typische Shopping Queen, wie gesagt. So, wo müssen wir denn hin? Wir müssen... Es ist relativ weit. Ja, mit dem Auto fahren müssen wir. Jo, ich hol mal eins. Ich hab die Karre. Holst du dir selber eins, oder? Ich hol mir selbst eins. Du holst dir selbst eins, okay. Selbst ist die Frau, weißt du doch. Ja, ist richtig. Hast du schon wieder den Vögel angelockt? Mann. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich schon wieder falsch fahre. Oh Gott, nein, Kisten. Wie fast du denn in die Luft gegangen? Ich habe nicht nur das Gefühl, es ist tatsächlich so, dass ich wieder falsch fahre. Das gibt's doch nicht, nein. Oh Mann. Wir hätten schnell reisen können. Aber ich wusste nicht genau, ganz genau, wo das ist. Okay. Ah doch, klar wusste ich das doch. Ich hatte es nur vergessen. Wir hatten doch vor 2 Folgen noch nachgeguckt, wo das ist. Ah. Na gut, fahren wir halt die ganze Strecke ab, ist ja halb so gut. Ah gut. Oh, ich habe die Kurve fast nicht bekommen. So, wo genau müssen wir eigentlich hin? Oh, keine Ahnung, ich fahre einfach. Da hinten, ja. Irgendwann komme ich schon hin. Ich glaube nicht. Okay, ich bin falsch. Weil es gerade noch gesagt haben. Ja, das macht nichts. Das macht nichts. Kann ich die Brücke? Okay, man kann nicht über die Brücke springen. Okay. Muss man so irgendwie aktivieren oder sowas? Ich glaube, wir müssen da runter. Da, wo wir gerade die Schnitzeljagd gemacht haben. Ah. Hätten wir auch gleich weitergehen können. Oder hierher reisen, wäre doch bestimmt auch gegangen, oder? Nee, das sind die Autos hier. Das sind die Autos. Unfair. Oh. Da sind... Geschütze. Geschütztürme? Autsch, 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 autsch. Autsch.
Ob ich den von hier treffe damit? Das glaube ich zwar nicht, aber... Er regeneriert sein Schild schon wieder. WTF? Gott, okay. Ich sneak mich da jetzt hin. Das reicht. Das reicht. Komm schon. Oh Gott, die Geschütze visieren mich an. Oh Gott, das ist ein Raketengeschütz. Hilfe? Ja, Moment. Ich versuch's. Du wusstest nicht, dass das ein Raketengeschütz ist. Ich komm hier nicht hoch. Da komm, bist du da hochgekommen? Ich bin hochgesprungen, komm. Achso, jetzt. Also bin ich schnell hier. Ah. Wäre auch nicht so schlimm gewesen, weil ich mein ganzes Geld hier verbraucht habe. Also, daher. Das stimmt. Treffe ich den von hier vielleicht? Ist Vieh. So, hab's erledigt, aber ich bin mittendrin. Jawohl. Ein Raketenwerfer mit Ziel suchen, ein Raketen wäre cool. Ah, ich glaube, ich hab'n. Das ist gut. Ist da noch einer? Achso, nee. Es bringt eigentlich gar nichts, mehr die ganzen Scheiße auf mir zu looten. Da ist nur Munition drin, die ich nicht benutzen kann. Ah, ich habe aber schon mal eine blaue Waffe drin gefunden. Oh, ich glaube, der ist ein knallharter, oder? Ja. Ich spiele gerade so mal ein bisschen mit dem Raketenwerfer rum. Obwohl, nee, ich wollte ja meine neue Assault Rifle ausprobieren. Das fällt mir ja jetzt erst ein. Alter, die hat so gut wie gar keinen Rückstoß, das ist ziemlich geil. Und die macht Sauschaden, geil. WTF, von wo? Huch! Ah, sehr schön. Boah. Also die macht echt richtig guten Schaden, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, Quest-Item gehabt gewesen, ne? Auch nicht so schlecht, die Teile. Oh. Ups. Bist du schon gestorben, wenn keiner mehr am Leben ist? Ja, die haben mich gekillt und dann hast du sie gekillt. Da hinten läuft noch einer. Danke. Uff. Uff. Krieg auch keinen Crit hin. Kein Crit? Lootkiste. So, eine Shotgun und eine Rifle, die nicht so gut ist. Was, Granate kann ich auch? Ach nee, kann ich nicht. Ich habe keine Granaten mehr. Noch, und hier ist ja keine mehr. So, was liegt denn hier schönes Grünes? Ne, ist Soul Rifle, die aber auch wirklich nicht gut ist. Er ist doch gut jetzt, Zero. Ich beschütze nicht, da ist jemand. Achso, tatsächlich. Treff ihn aber nicht. Jetzt brennt er, ich glaube, das bist du, der ihn trifft. Mein Gerät ist einfach nur laut gewesen. Mehr ist er nicht. Jetzt stecke ich hier fest, oder was? Oh Gott. Panik. Gut, wollen wir? Ja, können wir gerne machen. Kannst los. Ich habe jetzt echt voll die krassen Sachen. Ich bin richtig gut ausgestattet. Schön, das freut mich für dich. Ich find's nice. Ja, die Soul Drive ist echt gar nicht schlecht, die du mir hier gegeben hast. Oh. Wollen wir ein bisschen schnieben, oder? Oh, guck mal, Zero. Guck mal, Zero, da sind drei Leute, die hängen gerade ab.
chillig, wa? gibt hier leider nichts Gutes. Gibt's nichts Gutes? Nö. Oh, es gibt aber Munitions-Upgrades. Brauche ich nicht. Ich auch nicht. Eigentlich. Ist das letzte Mal die Munition ausgegangen? Das ist hier die Frage. Ja, ne? Ja, weil ich habe auch tatsächlich so krassen Munitionsregeneration. Oh, wo bist du denn schon? Ich laufe hier hoch und guck, was es hier so gibt. Ach so. Da brauchst du nicht nachkommen, hier geht's nicht weiter. Ah, alles klar. Dann bleibe ich mal hier und dann, Hier ist das Reparaturkit. Ah, finden wir gleich einen Claptrap oder was? Ist wahrscheinlich. Oder das ist einfach nur so ein Objekt, das sie überall hinstellen. Das kann natürlich auch sein. Ah, endlich mal ein kritischer. Oh, sehr schön. Oh, alle weg. Blutkiste gefunden. Guck mal da oben. Über den dreien, die da abhängen. Ach, das ist das Ende. Ah, toll. Aber Lootkiste gefunden. Immerhin. Ja, ich krieg auch so langsam so ein Looter-Auge wie du. Okay, das hilft. Hey, cool, da kam Loot raus. Ich würde gerne mal wieder ein paar Granaten finden. Ich finde irgendwie keine. Granaten-Upgrades oder Granaten? Granaten. Das nenne ich Beute. Oh. Was ist denn? Die letzte Kugel fehlte mir. Aber ich hab ein Level-Up. Deswegen bin ich gerade wieder gekommen. Ah. Das ist natürlich schön. Mehr Erfahrung. Na, hier liegt auch so ein Reparatur-Ding ins Kirchens. Ja, tatsächlich. Ich glaube, das haben sie da überall nur so einfach just for fun hingestellt. So, ich hol mir mal die Loot-Kiste. Und ich würde sagen, mit der Lootkiste beende ich dann die Folge. Und du kannst nichts dagegen tun. Okay, dann mache ich weiter. Loot! Wir haben hier eine Schrote und wir haben hier noch eine Schrote. Ich denke mal, die kann ich beide einfach einpacken, ne? Weil ich denke mal, die werden nicht auf deine oder an deine rankommen. Oder willst du sie dir selber nochmal angucken? Nö. Gut. Übrigens, wenn ich bei meinem Facewalk austrete und neben mir eine explosive Kiste ist, dann geht sie hoch. Cool. Hab ich gerade gemerkt. Aber die wäre nicht so schön. Oh. Oh, der Zero springt wieder auf irgendwelchen Dächern rum. Das ist normal, wenn die Folge beendet wird. Achso. Moment, ich mach das jetzt auch. So, und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss und macht's gut. Haut rein, tschüss.